Hallo, 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 Demiroy mit Let's Play Portal 2. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, als wir hier in Kapitel 2 gestartet sind. GLaDOS leicht durchgedreht und will meinen Arsch mit tödlichen Lasern. Also legen wir dann gleich mal los. Wo sind denn die Laser? Oh. Ist das so ein... Was ist hier? Ja. Was kommt da jetzt hoch? Oh, schön. Herrlich. Die habe ich ja immer geliebt in Portal. Einmal. Und zweimal. Und jetzt muss ich da noch hoch, oder wie ist das? Ah, verstanden. So. Und so. Perfekt. Nicht schlecht. Ja. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ich bin toll. Ich bin super toll. Ich bin der Größte. Ich bin the guy of Portal. With the Portal Gun, you know. Oh Gott. Legen wir los. Weiter geht's. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Ups. Den will ich also haben, ja? Ich hab ihn gesehen. Da war mein Freund, mein Kumpel, mein Man. The Dude. Ich will da aber erst hinter, weil da noch ein Schalter ist. Was war das? Oh Gott, nein, da rein. So. Gut. Hep. Danke. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Ich kriege einen neuen Würfel. Was kann dieser Würfel denn Lustiges? Der macht ja gar nichts. Oh. Doch, tut er. Okay. Das ist eine lustige Spielerei. Jetzt muss ich dich hier hinlegen. Also... komm ran. Das hat, glaube ich, wehgetan mit dem Laser. Aber okay. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, oh. Das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Danke. Ich mag dich auch, GLaDOS. Du bist voll toll. Oh, bist du nett zu mir. Wow. Ich hasse dich. Dummes Scheißviech. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Okay. Es sind nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Nett. 3 von 22. Und also in einem ganz anderen Parcours. Aha. Mhm. Schön. Haben wir jetzt alles zusammengebaut? Können wir jetzt an... Moment. Denke, es geht so los, dass wir das da starten. Ja, und jetzt? Das war vielleicht blöde. Wir wollen da hoch. Mit dem Würfel hüpfen wir dann darüber. Und lenken das so. Okay, und den Laser lenken wir dann... Wo muss der denn hin? So. Gratuliere. Ha. Nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Ich hau dir aufs Maul, GLaDOS. Ey. Ich hau dir so aufs Maul. Da komm her. Ich geb dir. Ich geb dir. Alter. So. Moment. Oh, ja.
bau das hier mal auseinander. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Oh Gott. Okay. Jetzt mal rein theoretisch. Was passiert, wenn ich so gehe? Dann bekomme ich einen Würfel. Okay. Den nehmen wir mal mit. Was bringt mir denn noch was? Jetzt muss ich überlegen. Was passiert denn, wenn ich den Laser erst einmal auf die Kamera umlenke? Die gefällt mir nicht. Ein bisschen höher. Das juckt die Kamera nicht einmal. Schön. Jetzt mal ernsthaft. Wir müssen diesen Laser, glaube ich, dorthin umlenken. Genau. So, dann fährt das Teil nämlich darüber. Und wieder zurück. Ah, ich hab's verstanden. Okay. Wir wollen warten, bis dieses Dingsbums dort drüben ist. Und wollen dann den Laser unterbrechen. Das heißt, so. Jetzt machen wir das auf und gehen da rein. Denn dann können wir auf die Plattform. So. Und jetzt wollen wir... Das war nicht durchdacht. Glaube ich. Gerade. Das ist doof. Und das laggt, weil Fraps spinnt. Stopp! Fraps! Hör auf! Okay. Das war nicht durchdacht. Nochmal zurück. Moment. Ich komme dann ja nicht mehr dazu, den Laser zu verschieben. Es sei denn, ich... Wow. Was auch immer ich jetzt gemacht habe. Autsch, 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 autsch. Was zur Hölle? Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Ich hau dir aufs Maul. Wow. Fu, GLaDOS. Fu. Fu, fu, fu. Ei, ei, ei. Aperture, bla, bla, bla. So, wir gehen weiter. Juhu. Sie redet nicht. Cubes. 5. No Cubes. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ach so, ich verstehe. Okay. Die feuern einen auf das Ziel. Aha, und den soll ich auffangen, oder was? Dankeschön. Oh boy. Das ist gar nicht Overkill. Danke. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Ich hasse dich. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Och, was bist du? Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Nett. Interessante Geschichte, oder? Bist du lustig. Oh, schön. Ich liebe Ladebildschirme, da kann man so schön einen Schnitt machen. Wow, 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 wow. Was gibt es zum nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Oh, noch mehr davon. Viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ja, ich danke. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln.
ganz alleine. Oh, du Arme. Also, wir haben hier eine Plattform. Dann da eine Plattform. Das ist... I think I fucked it up. Ich glaube, man hätte sowas machen müssen. Bums. Bin ich tot? Ich bin tot, okay. Ich glaube gerade wirklich, man hätte das so machen müssen, wie ich das jetzt gerade getan habe. Was gibt es im nächsten Test? Ruhe. Katapultplattformen. Juhu, das wusste ich na ja noch nicht. Viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Danke. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Kann ich das dann schon im Voraus irgendwie machen? Das wäre nämlich viel einfacher, wenn ich quasi jetzt schon... Blums. Bums. Okay. So nämlich. Und jetzt... Hui. Hui. Jiha. Dann da rein. Bloms. Und quasi direkt auf die nächste Plattform. Und... Awesome. Was haben wir da? Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Was ist jetzt los? Ich glaube, davon hätte ich was gebraucht. Zack. Bums. Ach, Mist. Mehr Müll. Da ist... Cube. Cube. Come here, Cube. Me needs you. Danke. So. Die Frage ist jetzt nur, wie bekomme ich den Würfel da hinten hin? Kann nämlich da oben Portal aufbauen. Sehr gut. Das heißt, so. Und tschüss. Tata. Klappt es? Es klappt so gerade eben. Okay. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Aha. Und es tut mir leid. Schön. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Ich hasse darum dich. Darum muss ich dich jetzt dumme noch Hure. Einmal Müll nennen. GLaDOS. Danke. Immer wieder gerne. Lappadabada. Also sie ist so nett zu mir. Das ist der Wahnsinn.